Hallo Leute, gestern Abend bin ich beinahe explodiert, als ich versucht habe, diesen Plan hier zu zeichnen, denn alle Winkel sind irgendwie falsch gewesen und es hat alles nicht so richtig funktioniert. Und da ist mir eine Sache eingefallen. Es ist schon einige Monate her, da habe ich mit dem Michael mal gesprochen, wegen einem Bauplan und da hat er mir einfach mal einen zukommen gelassen. Und da war es diese Bank hier mit einem Staufach für Schuhe unten drunter. Und da habe ich mir gestern gedacht, komm, weil mein Bauplan so in die Hose gegangen ist, werde ich das heute mal ausprobieren, ein Projekt komplett nach Plan von jemand anderem zu bauen. Wo fängt jedes gute Projekt an? Richtig, am Holzlager und dann an der Pendelsäge und da gehen wir jetzt mal hin. Das Eichenholz, was ich hier heute benutze, ist übrigens von einem Kollegen von mir, von lieben Philipp. Den habe ich euch in ein paar vergangenen Videos schon gezeigt. Ich habe mir natürlich jetzt immer so ein bisschen spezielleres Material ausgesucht. Die haben ja sehr, sehr viele Risse. Aber damit will ich einfach zeigen, dass auch dieses Holz geil ist. Weil ich sag mal, diese 0815 Eiche, die hat er auch. Aber ich wollte so ein bisschen spezielleres Material. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung. Nicht falsch verstehen, 0815 Eiche ist auch gut. Aber ich baue ja Einzelstücke, deswegen soll es ein bisschen einzelstückmäßiger sein. Ihr wisst, was ich meine. Immer ist manchmal so in der Routine drin, ich wechsle immer das Sägeblatt, weil ich sowieso gleich einmal besäumen muss, aber die Bohlen hier sind alle ein gutes Stück dicker als im Plan. Die haben alle so 30, 35 und deswegen werde ich es einfach in der kompletten Breite einmal abbrechen. Macht normal nicht so viel Sinn, weil man dann durch diese Schwingung viel Material verliert, wenn man sowieso nicht so breite Stücke braucht. Aber ich sag mal, weil es in dem Fall nicht so wichtig ist, ballern wir alles einmal über die Abrichte. Nichts leichter als das. Jetzt wird der Düsenjet gestartet. Hört sich zwar meistens nicht so an, wenn man sie anmacht, aber gleich. Ist der Frequenzumrichter, dann startet sie langsam. Das ist motorschonend und stromsparend. Ich habe jetzt erstmal die Teile hier liegen für meine drei Leimplatten, die ich herstellen muss. Einmal oben die Sitzbleche, einmal unten das Zwischenstück und die beiden Seitenwangen. Und die werde ich jetzt einmal parallel an der Formatkreissäge erst besäumen, dann zuschneiden. Und dann werden wir es einmal abrichten, dass wir eine Leimkante haben und dann können die in die zwingen. Und dann schauen wir mal im Plan weiter, was wir da machen müssen. So Leute, ich verleim ja relativ viel Massivholz und deswegen benutze ich auch jetzt wieder meine Rohrschraubzwingen. Ihr seht, die sind auch mittlerweile echt richtig geil benutzt. Die Kamera ist rumgekippt. Das hier muss man im Prinzip mitmachen. Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, weil im Bauplan steht auch drin, dass man fertige Bretter benutzen kann. Das heißt, das hier mache ich nur, weil ich es halt eben aus Eichenholz habe. Wir müssen sie erst abrichten. Boah, fast voll vergessen. Machen wir jetzt. Kann ich denn da zugeschnitten, Alter? Das ist ja totaler Schrott. Alter, wie dumm muss man sein? Ich habe ein bisschen verkackt. Lass mich jetzt mal weiter vorbereiten. Wir sehen uns gleich wieder. Hier oben unser Sitzstück, das ist gerade in den Zwing. Jetzt werden wir als nächstes das Teil, so ein Teil befindet sich auch hier. Das werden wir aus dem Vollen rausschneiden, das werden wir nicht verleimen und dann werden wir noch hier dieses Teil herschneiden. Da kommen auch direkt 5 Grad Gehungen dran, da können wir die also mal vorbereiten. Ich will die ganzen Teile gleich einmal am Kantenschleifer vorbeiziehen und weil ich hier am Schleifer den Absaugschlauch vor kurzem für einen Drechselkurs genommen habe, also ich hatte ja die ganzen Teile noch, nur mir hat ein Anschluss gefehlt, den habe ich jetzt geholt und den mache ich jetzt hier nochmal an den Kantenschleifer dran.
Mittagspause ist vorbei. Die Teile müssten jetzt auch abgebunden haben. Das heißt, die können wir dann jetzt mal hobeln und halt dann natürlich vorher ausspannen. Wäre nicht so gut für die Hobelmesser. Ich werde mich jetzt auch als erstes auf das untere Zwischenstück konzentrieren, weil da muss noch was verleimt werden. Das soll jetzt direkt passieren. Vielleicht kann ich es heute dann nämlich fertig machen. Jetzt die drei Teile von dem Zwischenstück, da werden wir jetzt Flachdübel reinpacken, nicht wegen der Stabilität, weil diese Längsholz-Leimverbindung, die ist stabil genug. Es geht jetzt in dem Fall wirklich nur darum, dass das wirklich keine Versätze bildet beim Verleimen. Sagt man das so? Versätze? Versatz? Ihr wisst, was ich meine. Flachdübel rein. Ganz, ganz wichtiger Sicherheitspunkt. Ohne Scheiß ist wirklich wichtig. Wenn ihr damit viel Massivholz bearbeitet wie ich, dann wird hier dieser Fräser auch irgendwann mal stumpf. Wenn ihr merkt, dass hier sehr, sehr schwer da nur noch reinkommt und dass eure Maschine immer so ein bisschen anfangen tut zu wackeln, das macht es nämlich bei mir, dann unbedingt immer mal schauen, wie die Späne aussehen. Denn vor kurzem habe ich was gefräst, da habe ich den Staubsauger nicht dran geklemmt, das waren zwei Fräsungen. Und da habe ich gesehen, dass es hier hinten raus geraucht hat und nicht mehr wirklich Späne rausgeflogen sind. Und deswegen benutze ich das Teil jetzt auch ohne Absauganlage, denn ich will halt eben nicht, dass mein Staubsauger glühende Späne von der Massivholzbearbeitung ansaugt. Und das ist wirklich wichtig, weil so ein Staubsauger, da schaut man nicht so oft rein, weil der nicht schnell voll wird. Denkt da dran, ist wirklich wichtig, nur dass die Bude abbrennt. Als nächstes kommt ein bisschen Leim ins Spiel, hätte ich mal gesagt. Mir ist der Leim wie in den Staub gefallen. Das Schlimmste, was passieren kann. So Leute, Endspurt hätte ich gesagt. Alle Teile sind jetzt trocken, die können jetzt gehobelt werden, dann können wir es hier nachher zuschneiden und dann fangen wir mal so langsam mit dem Zusammenbau an. Ja, wenn man mich fragen würde, wie mein bisheriges Fazit von diesem Bauplan ist, wie gesagt, keine bezahlte Werbung, um Gottes Willen, ich hatte einfach nur mal Lust, sowas nachzubauen nach einem anderen Plan, muss ich sagen, ist besonders gut. Also ist sehr, sehr verständlich, wenn man sich mal die komplette Anleitung durchgelesen hat. Ich hatte am Anfang auch so ein paar Fragen, aber die haben sich eigentlich alle geklärt, weil man sieht wirklich Schritt für Schritt, was man machen muss. Und auch gerade so der Zuschnitt von den Gärungsteilen, das ist auch für mich persönlich immer noch so ein kleiner Knacks im Kopf, weil ich mich dann immer so ein bisschen, glaube ich, auch selbst zu sehr blockiere, wie das halt eben funktioniert. Aber wenn man wirklich alles auf die exakten Maße zuschneidet, man kann sie auch an der Formatkreissäge oder an der Tischkreissäge mal ausmessen und zuschneiden. So habe ich es übrigens nämlich auch gemacht, weil irgendwie meine Skala, irgendwie, das hat nicht so richtig funktioniert. Ist wirklich gut. Vor allen Dingen, ich weiß, wie viel Aufwand ist, so einen Plan hier zu erstellen, weil ich habe ja auch mal eine Zeit lang vor vielen, vielen Jahren Baupläne erstellt, aber warum mache ich denn das überhaupt nicht mehr? Ich weiß, wie viel Arbeit das ist, so einen Bauplan zu erstellen und ich weiß, die Projekte, die ich baue, wie zum Beispiel das Möbel, was ich jetzt baue, ich denke, das würde dem Ganzen nicht gerecht kommen, weil wenn man sowas macht, muss man es natürlich auch richtig machen, damit man euch, diejenigen, die sich dann als Kunden dazu entscheiden, das Teil halt auch eben zu kaufen, da muss man das Ganze auch wirklich dann, da muss man abliefern, ne? So, ich sag hier so, wie es ist. Deswegen habe ich vor irgendein paar Monaten oder ein paar Jahren angefangen, Pläne, die ich geil finde und wo ich mal denke, okay, vielleicht baut das jemand nach, einfach kostenlos reinzustellen, aber ohne irgendwelche Hinweise. Teilweise sind es auch nur noch die SketchUp-Dokumente, wo man halt auch wirklich noch sehr, sehr viel selbst reinbringen muss. Und dafür für ein paar Euro für so einen Bauplan, wo wirklich auch drin steht, Abstandshalter. Und dann so, Achtung, Zeichen, ist auch schön gemacht, hierbei ist zu gewährleisten, es steht alles drin, ne? Deswegen, das wollte ich nicht machen, weil man darf auch nicht zu viel machen, das mache ich nämlich jetzt schon, deswegen mache ich keine Baupläne.
Wie gesagt, dann nehme ich mal lieber hier den fertigen Plan vom lieben Michael oder vom Björn Borg. Björn, wenn du dieses Video siehst, ich habe dir mal Buchebohle geschenkt, weil der Michael an dem Treffen zu früh weggefahren ist. Was hast du draus gebaut? Boah, das ist so der Maser Insider. Ich weiß nicht mal, ob der Michael das weiß. Wir bauen jetzt oben dieses Sitzstück fertig und dann gucken wir mal, wie es im Bauplan weitergeht. So, als nächstes müssen wir im Prinzip einfach nur die Stellen markieren und können das Ganze dann festschrauben. Ich markiere jetzt erstmal die Stellen. 56 steht im Bauplan, weil ich eben alles ein bisschen kürzer zugeschnitten habe, mache ich es, sagen wir mal, 54. Man darf hier immer noch mitdenken. Wenn man nach Plan arbeitet, dann sieht es ungefähr so aus. Da hat man jetzt schon 2 von den 4 Baugruppen fertig. Und da muss man sie später im Prinzip nur noch miteinander verbinden. Und jetzt kümmern wir uns um die letzte Baugruppe, und zwar sind das die Schrägen. Da ist noch eine Challenge, da bin ich gespannt, wie gut das funktioniert. Und zwar steht im Plan, dass unten das Ganze im besten Fall mit Flachdübeln verbunden wird, weil man da die Verbindung halt eben nicht sieht. Hier oben die Schrauben, damit kann ich leben. Wenn sich jemand runterbückt, dann kann er gerne die Schrauben sehen. Aber wenn man so mal normal dran vorbeiläuft, dann wird man die eh nicht wirklich sehen. Aber an den Seiten, da will ich mal probieren, das Ganze mit Flachdübeln zu verdübeln. Hier ein kleiner Tipp, hier unten ist eine Rundung angezeichnet. Das ist im Prinzip ein kleiner Teil vom Kreis. Jetzt kann man natürlich irgendwie sich ein Stück Holz biegen, um da eine Rundung ranzubringen. Es geht aber viel, viel einfacher. Schaut einfach auf den Plan. Hier wird ein Durchmesser von 310 eingestellt. Stellt euch entsprechend den Radius ein. Das heißt, irgendwo müsst ihr jetzt hier mit der Spitze aufstechen, damit ihr dann hier diese beiden Punkte trefft. Das könnt ihr euch immer so ein bisschen zurechthüdeln. Das heißt, jetzt ein bisschen weiter nach oben. Ich habe das Ganze schon gerade einmal gesucht. Das bedeutet, jetzt treffe ich nicht auf die Punkte. So. So, einmal Punkt. Und zweimal. Jetzt haben wir hier einen Kreis, der ziemlich exakt auf hier diesen Linien rauskommt. Dieses Loch hier werde ich einmal durchbohren, dann kann ich diesen Punkt übertragen, dann weiß ich, wo meine Kreislochbohrung sein muss. Die kann ich jetzt einfach übereinander legen. Zack. Die Bohrung ist auf der anderen Seite und jetzt markiere ich mir einfach, welche Richtung nach oben zeigt, damit ich später nicht verdrehe. Braucht man nicht, aber das kommt eh weggeschnitten, deswegen können wir auch eine Markierung drauf machen. Die ganze Zeit dran gedacht, nur jetzt nicht. Mir hätte erst die Gärung dran schneiden müssen, deswegen hier blaues Klebeband für den Erfolg. Wir schneiden jetzt 2,5 Gärungen dran, damit das Ding auch später ungefähr so steht. Wie habe ich das jetzt geschnitten, ohne das irgendwie frei Auge ranzuhalten? Hier ein kleiner Tipp an euch, falls euch das auch passieren sollte. Ihr habt ja hier immer noch ein zweites Brett oder irgendein Brett. Wichtig ist es halt immer, dass eure Maschine schon irgendwie rechtwinklig schneidet. Das ist aber bei jedem Projekt wichtig. Und wenn ihr immer rechtwinklige Stücke schneidet, dann habt ihr ja nicht nur diese verlorene 90-Grad-Kante, die wir versaut haben. Ihr habt ja auch hier diese 90-Grad-Kante. Das bedeutet, ich habe jetzt hier dieses Stück an meinen Anschlag entsprechend zur Maschine auf 90 Grad angedrückt und das hier war jetzt mein 90-Grad-Anschlag. So konnte ich es jetzt doch noch ziemlich genau schneiden. Ein kleiner Tipp, falls das bei euch auch mal passiert. Das hat sich eben viel zu schnell gedreht. Da war ich ein bisschen zu blöd bzw. zu faul, die Geschwindigkeit zu verändern. Ich stelle jetzt hier den Durchmesser 1 mm größer ein und dann werde ich einfach hinten die schlechte Oberfläche einmal bündig fräsen, weil wir müssen eh gleich noch bündig fräsen. Da seht ihr jetzt hier mal den Unterschied. Da werde ich jetzt nur ein bisschen mit Handschleifpapier rübergehen. Und das hier ist so, ja, nicht so gut. Jetzt kommt persönlich der schwierigste Teil von diesem kompletten Projekt, und zwar sind das die Flachdübelverbindungen. Wobei es eigentlich nicht schwierig ist, es ist eher so eine Sache der Genauigkeit, weil diese Schräge passt ja natürlich eigentlich nur an genau einer Stelle. Da haben wir so ein bisschen Luft, weil es Holz ist und was ich so ein bisschen anpassen könne. Ich habe mir zumindest mal alles markiert, habe es vorher einmal Probe zusammengesteckt und habe so gesehen, okay, ich muss ein bisschen weiter nach oben, damit die Gärung passt. Ich habe es markiert, wir probieren es aus, wenn es nicht passt, dann sehen wir es gleich. Thank you.
Kleines Update. Ich habe die Flachdübelfräsung doch falsch gemacht. Das war jetzt doch ein gutes Stück mehr, wo das Teil hier unten ein bisschen länger geworden, kürzer geworden ist, weswegen das einfach ein bisschen weiter nach oben rutscht. Kleiner Tipp an euch, unterbaut das, bis das Ganze bündig abschließt, spannt es einmal zusammen, so wird es später aussehen. Genau, das heißt, unten die Flachdübelfräsung werde ich jetzt wieder mit entsprechenden Holzklötzen verschließen und oben nochmal neue fräsen. Als nächstes können wir das Ganze mal finishen. Was für ein Öl benutze ich denn hier? Ich benutze ja dieses Mal nicht das Kondols Holz, finde ich, weil es mal da dann ein bisschen zu aufwendig wird, in die ganzen Ecken reinzukommen. Deswegen habe ich mich für ein Öl entschieden. Ich mag mittlerweile nämlich die Öle, die so stark ausgasen, weil es dann halt eben viel zu lange gammelt, und vor allen Dingen will ich ein Öl, was man ja unkompliziert verarbeiten kann. Und aus dem Grund nutze ich hier das Kondolz Schneidebrettöl. Zuerst mal zu dem Namen, der wird sich bald ändern, weil dieser Kondolz Schneidebrettöl-Titel, der wird dem Ganzen mittlerweile nämlich gerecht. Ich benutze mich für viel, viel mehr als nur Schneidebretter. Denn das ist nämlich das Schöne, ihr könnt dieses Öl für Schneidebretter und halt auch eben andere Oberflächen benutzen. Der Vorteil ist halt eben, ihr habt da was Kombinierbares, was ihr auch direkt in der Küche benutzen könnt. Weil das war damals der eigentliche Gedanke, komm, hier, wir holen was, was man halt eben so aufspenden kann, damit man es direkt auf dem Schneidebrett in der Küche zur Pflege verwenden kann. Das ist derzeit, müsste es noch ein gutes Stück rabattiert sein im Online-Shop. Da habt ihr eine schöne Glasflasche mit einem Pumpspender. Schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Let's go! So Leute, die Bank ist fertig. Das Coole an dem Projekt ist, wie ich finde, man kann es aus fertigen Fichtenhölzern machen, aus dem Baumarkt oder so wie ich aus Eiche, Leimholzplatten, die man selbst herstellt. Somit ist das Projekt fertig. Ich wünsche euch einen tollen Tag und sage tschüss.